Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Ja, und es geht endlich weiter, denn am 23. Oktober ist der Patch für die Nintendo Switch rausgekommen. Ich habe dazu auch hier noch ein Bild eingedingensbummenst, ne? Seht ihr ja? Genau. Und wir hatten ja in der letzten Folge das Problem, dass wir nicht weiterspielen konnten. Und der Patch soll dieses Problem beheben. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal weiter. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir zu dieser Fallenvorrichtung da gehen müssen. Und das baumelt mir hier die ganze Zeit. Nervt aber. So, das heißt, wir werden das jetzt auch machen. Und in der Zwischenzeit sind hier jede Menge... so, jetzt muss ich mich wieder an die Steuerung gewöhnen, ehrlich gesagt. Bäume gewachsen. So, ja. Das heißt, wir werden jetzt dann mal direkt schauen, inwieweit sich das hier... ja. So, ich bin komplett durcheinander, Leute, ihr merkt das. Ich war jetzt ein paar Tage auch nicht da. War ja im Urlaub und sollte eigentlich das Video gestern schon kommen. Allerdings bin ich mal komplett eingepennt. So, aber ich hätte ihr gar nichts verschenken müssen, fällt mir gerade ein, weil wir sind ja schon die besten Buddies auf diesem Planeten. So, dann gucken wir mal. Hier waren ja auch mal, dass die Kälber irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt haben. Na, das Pferd läuft auf jeden Fall mal rückwärts. Jetzt sind hier gar keine da. Gut. Darum geht's aber nicht. Es geht jetzt darum, ich bin komplett überfordert. Ich muss mal kurz gucken, bei den ganzen Spielen, die wir jetzt zwischendurch gespielt haben. Da ist die Map oben rechts, unten links. Jetzt ist sie hier unten rechts. Wunderbar. Geht ja schon wieder gut los. Ah, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt endlich das Game weiterzuspielen. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt weiterspielen können. Soweit ich gelesen habe, ist nichts anderes im Update mitgekommen, also außer halt diese Crashes. Die sollen auch angeblich nur zustande gekommen sein mit alten Save-Games von älteren Patch-Ständen. So, hätte man das dann neuer gespielt, wäre das wohl nicht aufgetreten, sondern nur mit älteren Patch-Ständen, älteren Spielständen, Save-Games. Und ja, mal gucken, ob das hier auch behoben worden ist. Ja, zumindest, ja gut, das hat ja mal funktioniert und mal nicht. Ich habe nämlich gelesen, auch bei uns im Discord, dass einiges nicht geht. Wer noch nicht im Discord ist, der kann gerne beitreten. Link ist unten in der Videobeschreibung. Auf Discord einfach draufklicken und ja, dann lesen wir uns die nächsten Tage auch mal. So, perfekto. Das heißt, ich werde aber gleich, ich werde das jetzt trotzdem mal durchlaufen lassen, weil ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was jetzt da passiert war. Beziehungsweise haben wir ja die Falle gestellt, oder stellen jetzt die Falle, ja genau, die Falle war das, ja. Und, ja. So, da hinten ist Arlo und Sam. Dann gesellen wir uns mal dazu. Und klären das auch mal. Wir stellen die Falle auf, um sie auszuprobieren, genau. Das hat ja nochmal alles wunderbar funktioniert. Auch hat es natürlich funktioniert dann, dass wir den jetzt gefangen haben. Ich werde jetzt einfach zwischendurch ein bisschen quatschen. Dass wir den gefangen haben und dann ging es aber darum, dass wir stehen zwar immer noch im Boden. Dann hat der Dialog angefangen und dann ist er irgendwie abgecrashed irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der gecrashed ist. Also das ging noch. Das ging auch noch. Also, dass wir den gefangen haben, das ging auch. Muss unser Glücksack sein. Ja, hallo, jetzt haben wir den ja gefangen. So. Oh, schön ins Gesicht. Unsere Falle. So. Und Dialoge könnten auch noch führen. Bist du wohl doch nicht so gut geschlichen, wie du dachtest. Was? Mysteriöse Ritter? Wer bist du? Bist du uns hier gefolgt, nicht wahr? Nicht so schnell, Mali. Die Falle ist stark genug, um einen Nashorn gefangen zu halten. Dieser Dieb wird noch eine Weile bleiben. Wir haben mehr als genug Zeit, um ihn zu befragen. Fürs Erste möchte ich wissen, wer hinter der Maske steckt. Seid ihr fertig? Was? Diese Falle zu stellen war clever. Ganz genau. Aber ihr habt einen Fehler gemacht. Und hier ist es gecrashed. Es geht weiter. Hier geht es nicht um einfach einen einfachen Dieb, Leute. Er ist ein Ritter. Okay, krass. Muss wirklich mein Glückstag sein. Ich wollte schon immer gegen einen Ritter kämpfen. Ja, hallo. Hau rein. Ich guck dir zu. Hör mal auf mit dem Mist. Hallo, schwärmt aus. Wir knöpfen ihn uns gemeinsam vor. Ach so, jetzt gemeinsam. Na klar. Ich hoffe, ich habe genug Dingensbummens mit. Wir haben auf jeden Fall den Acker hier.
Boah, hier, die fliegende Schweinefront. Na ja, ich hau mal komplett daneben. Ich muss mal ein bisschen hier, krieg ich Schaden? Oh, ich krieg Schaden, ja, okay. Ja, genau reingelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss doch gerade gucken, ob ich Essen bei habe. Was habe ich denn hier? Ausdauer? Nee, Ausdauer brauche ich ja nicht. Gesundheit? 20 Ausdauer. Angriff? Ja, das ist schon mal ganz gut. Das können wir essen. Und hier auch. Was haben wir? Haben wir nichts für... Ja, hier. Hauen wir uns mal gerade alles rein. Habe ich nichts bei? Verteidigung. Hier ein Buff können wir noch. Was habe ich denn hier? Ausdauer? 35. Ja, yeah, wunderbar. Und ich nehme mal hier für plus 35%. So. Oh. Okay. Ich laufe aber auch, latsch auch genau. Ja, jetzt schon wieder laufe ich da rein. So. Alter Falter. Wenn er immer hochspringt, jetzt. Und jetzt kann ich rauf. So. Oh, der hat 72%. Weg. So. Weg. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er gemacht hat. Jetzt. Ja, wir müssen ein bisschen die Konzentration hier. Jetzt macht er irgendein anderes Movement, gefühlt. Ja, jetzt bin ich natürlich genau reingelaufen. 52, ja, Nacht Mattes. Das war ja richtig stark von mir. Ausdauer brauche ich nicht. Ich habe nichts für Gesundheit. Doch, hier. Honig, ich brauche eh kein Mensch. Und Fleisch habe ich auch noch. Honig habe ich, glaube ich, noch jede Menge. Ja, ich habe nichts mitgenommen, ne? Ah, doch, hier, warte mal. Hier habe ich doch. Zack. Ach, habe ich doch. Gar nicht gesehen. So. Da kann ich wieder. Aber er hält gut aus, ne? Okay, 50% haben wir. Wir mussten nur 50%. Aha, Fremder. Nun, ich hatte genug Spaß. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Oh nein, das wirst du nicht. Ah, Alter. Oha, er nimmt uns komplett auseinander. Alter, hallo, zeig, was du... Hier, fliegende Kampf. Alter, der ist ja richtig motiviert. Auf Wiedersehen. Ja, geil, Leute. Ihr seid ja die schlechtesten Kämpfer. Ja, das ist also passiert. Geil, wärst du mal da gewesen? Du hättest den schon... Überrollt hättest du den. Ich werde sofort aufbrechen. Ich muss dem Rat der Allianz Bericht erstatten. Wenn ein Ritter hier nach Allsource sucht, dann geht es nicht mehr um ein gewöhnliches lokales Verbrechen. Ich werde den Zugangscode mit mir nehmen. Ja, Mali, mach das mal. Ja, das musst du. Ich überlege, ob ich unsere Repräsentanten auch benachrichtigen sollte. Nein, zumindest jetzt noch nicht. Warten wir, was der Rat dazu sagt. Ich werde auch Verstärkung mitbringen. Ihr habt heute gute Arbeit geleistet. Es ist nicht leicht, mit einem Ritter zu kämpfen. Bleibt auf der Hut und konzentriert euch. Porsche braucht euch jetzt mehr denn je. Ich werde so schnell wie möglich zurückkehren. Sei vorsichtig. Hau rein. Mali, warte, ich will noch mich noch verabschieden. Ich kann nicht glauben, dass Porsche so eine Krise bevorsteht. Was sollen wir tun, Boss? Jetzt, da der Zugangscode fort ist, es ist furchtbar, weiße Schrift auf grünem Teppich, hellgrün, können weder wir noch der Dieb viel tun. Also warten wir, stell beim Forschungszentrum rund um die Uhr eine Wache auf, nur für den Notfall. Okay. Ja, dann warten wir natürlich auch erstmal ab, was wir jetzt machen. Ich habe jetzt so, ich weiß gar nicht, haben wir noch Missionen, haben wir nicht. Ich bin komplett raus. Was wir jetzt machen sollen. Da müssen wir jetzt gerade gucken, aber ich glaube, Missionen habe ich gar keine mehr. Das heißt, wir können heute mal, wenn jetzt nicht Wochenende ist, nö, nochmal nach dem Auftrag gucken. Und wir haben, achso, ich wollte noch die Maschine aufwerten, seht ihr? Da wollte ich auch mal gerade gucken, was ich dafür brauche. Ich habe natürlich mein Gläschen hier wieder mit meinen Stiften. So, oh, den habe ich abgebrochen. Hier, der geht los.
Und dann kann ich mir wieder Sachen aufschreiben. Wisst ihr, wenn ich nicht aufschreibe, bin ich verloren. Denn ich habe den anderen Zettel weggeschmissen. Hatte ich ja schon mal erwähnt. So, was haben wir denn hier noch? Wir können mal hier gucken. Er braucht wahrscheinlich wieder diese... Einen riesigen Ballon, nee. Bronzebarren. Oh, habe ich noch welche? Können wir mitnehmen. Dann braucht er Steinziegel, haben wir auch. Ja, komm, dann nehme ich mal die Bronzebarren jetzt, um mal was zu haben. So, und dann gucken wir mal, was die Erweiterung kostet für diese Bühne. Weil das waren ja 50.000 und ich muss mir die Materialien noch ausschreiben. Ich meine, ich habe die, aber ja, ich weiß halt nicht, welche sind, ne? So. Ich bin echt froh, Leute, dass es endlich weitergeht hier. Ich hatte schon so die Befürchtung, dass es irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr aufs Eis legen müssen oder sowas. Ich wusste ja nicht, wie schnell die handeln, die guten Chinesen. Ja, ich weiß gar nicht, wann das letzte Video online kam. Aber ich dachte so 2 Wochen, ne? Müsste es her gewesen sein. So, wir gehen jetzt mal auf, Montagestation, genau. Und dann auf Verbessern. Das kostet uns einen Baukran. Silikon-Chip-Set. Silikon-Chip-Set zweimal. Aber die haben wir ja, ne? Oh Gott, die 2 kann kein Mensch lesen. Und 18 mal hartes Aluminium. Haben wir auch. Aluminium. Ja, dann würden wir das verbessern, würde ich sagen. Ich denke, wir müssten dann nur die das hier schon mal umbauen hier. Dass wir es vielleicht hier vorne hinsetzen. Die Dinger kommen ja eh weg. Und dass wir dann hier hinten das Plateau machen. Ja, das würde ich sagen, machen wir auch jetzt noch. Und den Baukran müssen wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir das ja in der Folge hier heute. So. Da schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also ja, Porsche wird es jetzt weitergeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Rhythmus mache, jetzt jeden Tag weitermache. Und mit den anderen Games, Leute, ich habe noch keine Ahnung. Ich werde das mal vielleicht im Discord besprechen. Ich werde auf jeden Fall jetzt immer noch mal einmal oder ein, zweimal die Woche auch noch Dragon Quest Builders, weil das Spiel macht mir eigentlich auch Bock, aber es kam jetzt eigentlich wirklich viel zu kurz durch diesen ganzen Hickhack und ich habe da weniger Zeit und die ganze Geschichte. Aber da, das wird dann einfach irgendwann mal als zweites Video am Tag folgen. Und ja, ich sag jetzt mal, bei den anderen Games, Durayman und Story, was war das anderes? Dieses Stranded Sails, machen mir ehrlich gesagt beide Spaß. Bei Stranded Sails ist jetzt sogar das Update gekommen, also 1.02 für die Switch, wo jetzt diesen Buff ist. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal weiter testen und vielleicht auch mal ein Video bringen, aber da jetzt dann noch kommt Pokémon und Luigi's Mansion, ja, ihr seht das Problem. Von Mai. Hey yo, ich bin's wieder. Bürgermeister Garn hat den Artikel geschrieben und geliebt. Jetzt im Beitrag der Anstrengung des Forschungszentrums würde. Ach, das haben wir da letztens mal. Ach, okay. Wisst ihr noch? Das haben wir gemacht. Aber ich habe das hier nicht gelesen. Okay, ja gut, dann haben wir ja noch was. Genau, also wie ich das jetzt in Zukunft mache, das weiß ich noch nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass das erstmal mit Porsche weitergeht. Und den Rest werden wir sehen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte das da umbauen. Das heißt, das muss ich ja eh nachher umbauen. Was haben wir? Ich muss mich jetzt aber gerade hier nochmal einmal kurz anschauen, weil ich würde mal schauen, wie viel. Das sind doch die, ne? Ja, okay, da haben wir welche. Und hartes Aluminium. Da wollte ich noch welche von produzieren, weil ich habe hier 26. Das heißt, ich würde einfach die 18 nochmal produzieren. Oh, da muss ich jetzt mal gucken, wo war das denn jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Hallo? Hä? Warum wechselt er nicht? Ah, jetzt wechselt er. Okay, hatte gerade schon wieder einen Schock bekommen, weil irgendwie hat er nicht gewechselt. Mal kurz gucken, wo finde ich das? Hier? Ja, hartes Aluminium. Das heißt, ich produziere davon jetzt einfach mal auf jeden Fall, ja, einfach mal 20. So.
20 Stück. Und dann gucken wir mal, diesen müssen wir ja noch den Baukran bauen. Ich weiß gar nicht, haben wir den schon mal gebaut? Ah ne, hier. Nachsehen. Da brauchen wir Carbonschabern, Schmiermittel, Flaschenzug, Stahlrahmen. Alter Falter. Ich baue das einfach mal da drauf und dann... Hä? Mach doch. Baukran? Ah, da ist er. So, jetzt können wir hier... Jetzt schaue ich mir das lieber hier auf. Viermal Flaschenzug. Schreibt ihr euch eigentlich das auch immer auf oder merkt ihr euch das? Fünfmal Stahlkabel oder guckt ihr das mal nach? Dreimal Stahlrahmen. Okay, das kann ich nicht lesen. Aber egal. Viermal Eisenholzdiele. Einiges müssen wir haben. Holzdiele. Und nochmal ein Flaschenzug. Also fünf. Fünfmal Flaschenzug. So. Okay. Dann gucken wir mal, weil wir können das ja dann auch. Ach so, nee, das kann ich. Ja. Okay. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Bronzebarren habe ich. Flaschenzug habe ich auch noch 10 sogar. Stahlkabel habe ich. Stahlrahmen habe ich nicht. Da machen wir mal 3 von. Die wir brauchen eben. Eisenholzdielen habe ich noch. Ich habe einen industrieller Motor. Wir haben keinen industriellen Motor mehr? Das muss ich mir mal kurz. Industrieller Motor. Oh, den müssen wir dann noch farmen gehen, ne? Den können wir, glaube ich, nicht kaufen, ne? Den Motor, den wir im Dings kaufen konnten. Ja, aber ich habe keinen mehr. Vielleicht habe ich hier noch einen drin. Warte mal, Leute. Habe ich hier noch einen industriellen Motor? Guck mal, hier habe ich noch Motoren drin. Guck mal. Die sollten wir auch rübernehmen. Hier ist noch ein Motor. Ein Joystick habe ich. Hier habe ich auch doch. Ach, hier, guck mal, ich habe hier noch ein paar Sachen drin, die ich rüberbringen müsste mal, ne? Kompressor. So. Aber gut, ich suche jetzt erstmal den industriellen Motor. Hier. Oh, Glück. Okay, habe ich noch welche. Dann können wir das auch bauen. Das heißt aber eigentlich, dass ich relativ davon viele habe. Also, das könnte ich jetzt mal einsammeln. Ja, alles. Ey, das ist echt merkwürdig, wie das hier zu spielen und die Steuerung. Was wollte ich jetzt machen? Ah, ja, hier. Hinzubekommen. So. So. Okay. Und dann machen wir das jetzt so. Das habe ich. Flaschenzug brauchen wir einen. Haben wir alles. Und ab die Luzi. Aber ich sehe auch gerade, wir brauchen dann nochmal Zinn. Bronzebarren habe ich. Blei. Zinnlegierung mache ich auch nochmal. Nee, so viel nicht. Nochmal 10 Stück nach. Ja. Lagerhaus. Okay, das wird gefertigt. Jetzt muss ich die Sachen nur noch da rausholen. Ah Gott, ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Wie immer, eine Suche wäre schön. So. Lass mich gucken. Ich brauche 5-mal Flaschenzug. Hier. Aufteilen. 5. Zack. Ja, du direkt hier rüber. So, habe ich. Stahlkabel 5. Jetzt geht's los. Stahlkabel. Und das andere ist Eisenholzdielen. Eisenholzdielen. Stahlkabel hier. Nee. Ach ja, die brauche ich noch auf jeden Fall. So. Und habe ich die? Nee, muss ich ja hier drin haben. Wo habe ich denn die Stahlkabel? Ja, bin ich bescheuert? Nochmal. Stahlkabel und Eisenholzdielen. Da stand doch, dass ich die habe, oder nicht?
Eisenholzdielen. Ah, hier sind Stahlkabel. So, da brauche ich wie viel von? 5. So, und... Ach, hier. Ich hab gerade eben eine andere Farbe. 4. So. Flaschenzug, Stahlkabel, Stahlrahmen, Eisenholzdiele. Okay, und dann fehlt nur noch der Baukran, den ich hier nicht aufgeschrieben habe. Aber habe ich den nicht jetzt hier? Wie kann ich nochmal. Leute, wie sehe ich denn nochmal, was ich gerade produziere? Ach, hier. Okay, 2 Stunden, 7 Minuten. Okay. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir das doch mal schon mal hier alles drinne und dranne. Dann packe ich das mal hier gerade rein. So. Und die Stahlkabel. Aha, super funktioniert. Das. Gut. Da können wir gerade noch die Sachen ummodeln. So. Dass wir dann schon mal alles haben. Oh Mann, ja. Hä? Ja, Flaschenzug hier. Ja, mach doch. Okay, Eisenholzdiele, Stahlrahmen. So, Flaschenzug 4. Hä? Da steht doch Flaschenzug einmal und viermal. Ja, hab ich doch. Was will er jetzt noch von mir? Da. Flaschenzug einmal. Ja, ich habe den eben ausgewählt. Was will er jetzt von mir? Da steht Flaschenzug einmal. Warum geht das denn nicht? Oh, Leute. Okay. Wie lege ich das woanders hin? Und die Stahlkabel habe ich da auch. So. Stahlkabel 5. Nimm erstmal die Stahlkabel. Wo kommen die denn hin? Flaschenzug 5. Da waren sie. Ey, also das ist jetzt bei dem ja noch nie so kompliziert gewesen. Warum geht das denn nicht? Das ist doch ein Flaschenzug hier. Du musst den Gegenstand in deiner Schnellstartliste ausgewählt haben. Ja, hab ich ja. Können wir kurz sagen, was ich hier falsch mache? Okay, das geht. Das geht nicht, Leute. Es geht einfach nicht. Ich kann den Flaschenzug nicht dran machen. Und warum baue ich jetzt nochmal... Warte mal, was brauche ich denn? Leute, ich bin komplett überfordert. Was ist denn los hier? Warum? Nee, warte mal. Ach, Alter, das heißt auch Flaschenzug. Das, wisst ihr das noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja auch so ein Fail des Jahrtausends. Das hier heißt Flaschenzug und das hier heißt auch Flaschenzug. Ja. GG. Gut. Dann haben wir das hier schon mal erledigt. Das hatten wir schon mal bei irgendeiner Quest. Wisst ihr das noch? Ja.
Gut, aber da haben wir es ja nochmal geklärt. So, ich würde die Sachen jetzt einfach mal... die Öfen wollte ich eigentlich auch wegtun, warte mal. Die Öfen kommen auch weg. Und, die können wir auch verkaufen jetzt, die braucht ja kein Mensch mehr. Und die Kiste tue ich jetzt nochmal kurz hier rüber. Und dann packen wir das erstmal hier hin. Aber das ist jetzt eh zu, ne? 18 Uhr, machen wir zu. So. Ich hoffe mal, das reicht von der Größe. Ich weiß ja nicht, wie riesig das Ding wird. Das müsste jetzt noch hier neben passen, theoretisch. So, wunderbar. Und die kleinen... Nicht kaputt hauen. Die kleinen, tue ich erstmal ins Inventar. Auch erstmal ins Inventar. Ins Inventar. Da gucken wir nachher mal, was wir damit, ob wir das wieder so machen. Oder ob wir es ein bisschen anders bauen. Ich packe es erstmal alles ins Inventar. So. Dann hätten wir das Feld auf jeden Fall freigeräumt. Nur wir können es jetzt nicht, glaube ich, naja, ist zu. Definitiv zu. Wir können aber schon mal vielleicht ein paar Fotos machen, wenn wir Merlin sehen. Beziehungsweise aber die Forschungseinrichtung ist auch zu. Aber warte, wir können noch was machen. Wir können noch die Bronzebarre holen. Okay. So. Aber ich weiß, ich würde einfach sagen, weil ich das in dieser Folge unbedingt noch fertig machen will, machen wir das einfach wie folgt. Wir legen uns jetzt hin und Leute, ich komme immer wieder noch mit der Steuer nicht klar. Legen uns jetzt hin und machen dann morgen direkt den hier die Quest und ja, ihr wisst schon, was ich meine. diese Plateau da, diese Arbeitsstation. So. Ne, nicht Arbeitsstation. Den Kran. Ne? Ja. Montagestation. So, jetzt gehen wir erstmal pennen und dann bis gleich, meine Freunde. Obwohl, ich kann das einfach, weißt du, ich schneide das jetzt einmal nicht, sonst schneide ich ja immer das Schlafen gehen. Aber nämlich seit dem vorherigen Patch geht das ja auch schneller. Es war ja einfach nur so, warum ich das überhaupt geschnitten habe, wenn sich das einige mal fragen, war es ja so, dass wenn ich rein und rausgegangen sind, damals, bevor dieser Patch dann rauskam, also ich müsste mal gucken, aber länger als 2-3 Minuten gedauert hat. Ich bin dann raus, reingegangen, das hat gedauert, bis ich wieder draußen war nachher mit Schlafen und, waren 2-3 Minuten um. Na, das ist irre. Also, aber jetzt seit dem neuen Patch steht ja selber, wie schnell das jetzt geht. Da braucht man dann tatsächlich nicht mehr schneiden. Was ja ganz praktisch ist. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir, was die Post uns sagt. Dann gehen wir noch kurz oben zum alten McDonald, wenn er da ist. Von der Ziviltruppe. Der Dieb, der Forschung bestohlen hat, ist ein Ritter. Wir nehmen an, ja, wenn ich ihn sehe. Ich war doch mit dabei. Pfeifen. Ich weiß nicht, ist er da? Ist er hier? Ist er da? Mal kurz gucken. Okay, jetzt drücke ich natürlich wieder die falschen Tasten. Hier ist... Ah, da. Nee, er ist hier irgendwo. Gut. Dann können wir das abgeben. Und um 8 Uhr macht, glaube ich, auch der A&Z auf. Wo ist er denn? Ach, ihm sollten wir... Ach, Pauli? Ich habe gedacht, McDonald. Oh. Okay. Naja, gut. A und G. Dann komme ich auf A und Z. 8 Uhr, ja. Dann geh doch rein. So, dann können wir das nämlich jetzt vergrößern. Und dann haben wir diese Folge auch schon wieder vollbracht. Das ist doch wunderbar. Hey, Albert, alter Schwede. Heißt ja gar kein Schwede. Porschianer. So. Das dauert aber immer noch gleich lang, irgendwie. Aber sonst, die Ladezeiten sind wirklich, wirklich, wirklich viel besser geworden. Das muss man einfach schon so sehen. So, wir haben's. Ja, natürlich haben wir das harte Aluminium vergessen und den Silikonchip. Wie könnte es anders sein? Ja, wer hat es vorher von euch gewusst? Ja, da waren auch welche schon wieder jetzt, die gesagt haben, Alter, der vergisst das einfach, die Sachen mitzunehmen. Richtig. Deswegen habe ich es ja auch extra aufgeschrieben hier, was ich brauche. Baukran habe ich. Und Rest habe ich auch, nur nicht mitgenommen.
Aber kein Problem, wir haben ja noch Zeit. Läuft uns ja nichts weg. Ja, bin ja froh, dass Porsche überhaupt weitergeht hier. So zügig. Es hätte natürlich auch schon früher vonstatten gehen können, weil wie ich am Anfang gesagt habe, lief der Patch seitdem. Naja, ich glaube, den Twitter-Tweet habe ich jetzt da am 23.08. Mir hat noch einer bei, ich weiß gar nicht mehr, auch in den Kommentaren geschrieben und glaube ich auch auf dem Discord. Also ist schon was her. Aber dadurch, dass ich jetzt auch dann im Urlaub war, ja, nehme ich die neuen von hier. Konnte ich das jetzt erst die Folge aufnehmen. Ja, sonst kämen die natürlich schon früher, logischerweise. So, 9 und dann brauchen wir nochmal 9. Beziehungsweise hiervon brauche ich noch. Na komm, nehmen wir 3. Soll der Geiz. So, und hat das Aluminium nochmal 9. Ja. Und dann packen wir das ein. So, 18. Jetzt habe ich hartes Aluminium. Habe ich und. Nur kurz gucken. 18 Stück. Genau. Und Silikon-Chip-Set 2 haben wir. So, jetzt gehen wir aber nochmal rüber und bauen unsere Maschine. Ja, ging doch schnell. Wir wohnen ja nicht so weit, zum Glück. Jetzt, wenn wir ganz oben da irgendwo in der Wüste leben würden, da wäre schlimmer. Ja, da müsste man viel mehr Töfte fahren. Müsste halt früh aufstehen. Ist ja gar kein Problem. So, komm, Maschinchen. Jetzt machen wir aber. Ich bin mal gespannt, wie groß die ist. Und ob das für Platz reicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die doppelt. Weil man kann ja eine automatisch bauen lassen und das andere manuell. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die doppelt so groß ist. Wenn die viel größer ist, dann haben wir jetzt gleich ein Platzproblem. Die Montagestation. Und jetzt wollen wir sie verbessern. Und wir sagen, wollen wir es wirklich? Ja, wir wollen es. Wir wollen es bestätigen. Und sie ist viel kleiner als gedacht. Super, ja, dann würde ich sie sogar hier so ein bisschen hier, ja, so mittig bauen oder so bauen. Dann können wir vielleicht links und rechts noch was machen. Dann würde ich hier, warte mal, ich mache das so. Ich mache es erstmal so, weil dann nehme ich nämlich noch den Arbeitstisch, den ich dann bewegen will. Wie kann ich den drehen? So. Dann baue ich den nämlich hier hin. So. Warte mal, kann ich die Montage schon noch einen Ticken nach hinten? Ja. So, mal kurz gucken. Ja, das sieht besser aus. Ja, Hühnerstall nicht. Ich meine. Ja, das Haus. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich will es ja hier nicht ganz nach rechts setzen. Ich finde es so mittig, ist es eigentlich okay. Ja, jetzt gehen wir uns aber mal die. Bist du sicher, dass ich auch will? Ja. Kurz die Station nochmal ansehen. Und in live, würde ich sagen. Ja. Mann, ich will dich nicht beschenken, ich will dich schlachten. Ja, dich will ich schön auf dem Grill. Grillspieß. QQ. Denn wir haben ja auch jetzt noch die Quest mit dem Interview. Das können wir dann nächstes Mal auch machen, gar kein Problem. Aber jetzt gucken wir uns das erstmal hier an. Kann ich auch mal kurz hier einsammeln. Soll der Geiz. So, hier haben wir es denn jetzt. Wie ist das jetzt hier? Links baue ich dann automatische Montagestation. Hier ist die normale Montagestation. Okay, das heißt, hier kann ich dann drauf. Und dann habt ihr ja gesagt, alles, was ich hier drauf stelle, nimmt er sich dann auch. Hier muss ich nichts machen, ne? Der benimmt sich jetzt einfach, wo ich es habe. Und baut das dann automatisch zusammen. Was ja richtig cool ist, muss ich sagen. Und da freue ich mich schon am meisten drauf. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich freue mich wirklich tierisch, dass My Time mit Porsche weitergeht. Ich hoffe, ihr euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann.